So, aber das Problem ist, eigentlich sollten wir noch Scientific Data vom Around the Moon mit einsammeln, wenn es geht. Also gut. Moon, set as target. Da könnten wir, wie wäre es, wenn wir hier eine kleine Node einbringen? Oh, nee. Es wäre nämlich richtig geschickt, wenn wir es schaffen würden, uns per Katapultmanöver vom Mond zurück nach Kerbin schleudern zu lassen und dafür nicht noch extra Fuel zu verbrennen. Oh Gott, wo muss ich denn da lenken? Das kann doch nicht wahr sein. Hier keinen anständigen Moon Intersect. Wenn ich keine Moon Intersect will, dann werde ich nicht los. Aber wenn ich mal einen will. Achso, wir haben diese krasse Inklination, ne? Na gut, dann schauen wir, dass wir die Inklination erstmal loswerden. Dafür müssen wir hier mal nach unten beschleunigen. Wenn wir dabei sind, bremsen wir auch gleich mal ein bisschen. So. Okay, ich habe mir irgendwie die Note zerschossen. Noch ein Versuch. So, hier nach unten lenken und ein bisschen bremsen. Nicht übertreiben mit dem Bremsen, nur ein bisschen. Ein bisschen bremsen, so. Und die Inklination ausgleichen. Und lup. So. Okay, wir haben unsere Note. Brenndauer 19 Sekunden. Mich würde es mal interessieren, haben Kerbin. Und auf dem Planeten Kerbin leben die Kerb. Die Kerbals. Wurscht, haben die Viecher eine Masse? Ist mein Spacecraft jetzt schwerer, weil die Dame an Bord ist? Das ist eine gute Frage, oder? So, in 3 Minuten müssen wir brennen, theoretisch. Eine Minute. Wir haben unsere Note verpasst. Macht nichts, kein Drama. So genau muss das auch wieder nicht sein. Und stopp. Bisschen mehr vielleicht. So. Okay. Damit ist unsere Mondumlaufbahn zumindest angepasst. Wir haben noch reichlich Fuel. So. Und jetzt. Diese blöde Node, dieser graue Balken von Jennys altem Cockpit ist ein bisschen verwirrend gerade. Wir sind blau, der Mond ist gelb. Und wir haben hier ein Closest Approach. Da ist ja auf Deutsch, wir sind ganz weit woanders. Dann beschleunigen wir mal ein bisschen. Wenn wir eine Runde drehen, sieht dann besser aus. Nein, das wird nicht besser werden. Okay. Wie wäre es, wenn wir hier ein Manöver planen, indem wir etwas abbremsen? Aha! Wow, und dann schleudert uns der Mond aus dem System raus. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich meine, dann müssten wir theoretisch vor dem Mond rauskommen, ne? So irgendwie. Und dann haut er uns in irgendeinem verrückten Orbit. Okay. Wenn wir weniger bremsen wollen, indem wir zum Beispiel nur ein ganz klein wenig so hier, nur kurz die Umlaufbahn ein bisschen touchieren vielleicht. Dann müssen wir 11 Sekunden bremsen. Eine 11 Sekunden Bremse ist doch jetzt kein Drama. Das machen wir. Wir hauen da die Bremse raus, touchieren den Mond und dann schauen wir, was passiert. Kann nicht so furchtbar sein, oder? So ist zumindest der Plan. So. 11 Sekunden bremsen. So viel verbraucht es auch wieder nicht. So. Schön unsere Note treffen. Wir müssen in 2 Minuten bremsen. So. Ein 11 Sekunden Burn. Das heißt, 5 Sekunden früher anfangen. Wir sind jetzt bei 15 Sekunden. Na, kurz ausrichten. So. Wir sind auf der Note. So, okay. Und wir müssen starten. Achso, oh, jetzt. Vollschub. Los. Okay. So. 4, 3, 2, 1. Schub reduzieren. Wie sieht unsere Umlaufbahn aus? Noch ein bisschen mehr. Den Rest mache ich immer mit per Auge. Komm, mehr. Mehr, 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 mehr. Schau. Okay. Moon Periapsis. So. Das schmeißt mich doch nicht aus der Umlauf hier aus dem Cabin-System raus, oder? Das will ich nicht. Das will ich jetzt auch nicht riskieren, da irgendwie näher an den Moon ranzukommen.
Okay. Noch mehr? Näher? 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 Ist okay. Ist okay. Taugt. Machen wir mal ein bisschen Science. Kuiport. Und senden. Und damit hätten wir auch unseren Auftrag erfüllt. So. Yay. Check. Was haben wir noch? EVA Report. Dann machen wir halt einen EVA Report. So. Los, Jenny. EVA Report. Oh, das gibt 19 Science. Und dieses schicken wir gleich mal heim, weil like a boss. Okay. Was haben wir noch? Material Studies. Ja, haben wir schon. Haben wir schon an Bord. Temperature Scan. Ja, nehmen wir halt einen Temperature Scan mit. Wieso denn nicht? Der gibt nochmal 10 Science. Atmospheric Pressure Scan. Wieso nicht? Bringt nochmal 14 Science. Und Mysterious Goo. Machen wir auch mal auf. Bringt nochmal 18 Science. Ja. So. Was habe ich denn hier an der... Der hat 45 Science. Natürlich, keep mal. So, okay. Dann wird es Zeit, nach Hause zu fliegen. Könnten wir hier vielleicht schon eine Note planen, um nachher etwas näher an Kerbin rauszukommen? Sieht nicht gut aus. Naja. Andererseits... Da eigentlich relativ gut aus sogar. Nein? Ja. Da haben wir hier 17. Sieht sehr gut aus sogar. 166. 150. 70. Wir bleiben bei 70. Wir bleiben bei 70, da müssen wir nämlich doch deutlich runterbremsen. Sonst verglühen wir ganz jämmerlich in der Atmosphäre und das wollen wir nicht. Aber wisst ihr was, wir beschleunigen sogar jetzt gleich. Und los geht's. Schließen wir das Teil. So. Okay. So, damit die Periapsis. Wie sieht es mit unserem Fuel aus? 90 Liter noch. Okay, 1 Million Meter. 700, 600, 500, 400, 300 Drosseln. Viertelmillion noch. 100.000. Wie weit wollen wir? Wir müssen über 70 bleiben. So, 75. 71. 71. Das ist der Shit, ich sag's euch. Wie viel Liter noch? Ah, 85 Liter. Like a boss. So. Okay. Berechnung hat gestimmt. Dankeschön. Tschüss, Mond. So. Dann geht's nach Hause. Was dreht denn sich darum? Ach so, das sind irgendwelche Debris. Das sind die beiden Rocket Pods. So. Okay. Dann, sobald wir hier in der Periapsis ankommen, hauen wir mal die Bremse rein. Und werden unseren Orbit ein bisschen ausgleichen. So, das ist jetzt. Ah, nee, das war. Wir standen genau falsch rum. So, drehen. So, okay. Und wir sind schon wieder vorbei an der Node. Vollgas. Und weil wir natürlich auf der Sonnenseite landen wollen. Wenn wir jetzt, können wir jetzt eigentlich gleich runterbremsen auf 0. Wie viel Liter noch? 60 Liter? Das wird schon reichen, oder? Oh, ist komplett dunkel, man sieht nichts. 50 Liter? Oi, 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 oi. 40 Liter? Oi, 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 oi. Ich meine, im schlimmsten Fall müssen wir orbitales Bremsen einleiten, aber das wäre mir nicht so lieb. Okay, wir müssen... Wir müssen ein bisschen die Atmosphäre touchieren. Weil mit 28 Litern wird das nichts. Okay. Dann greifen wir ein bisschen in die Trickkiste, indem wir die obere Atmosphäre so ein bisschen touchieren. Nur so ein bisschen. So ein bisschen anfassen. Damit die uns ein bisschen bremst. Nicht übertreiben. Einen kleinen Dämpfer sozusagen. Damit sparen wir Fuel und müssen nicht noch Fuel dazu aufwenden zu bremsen. Was wir jetzt praktisch machen. Aber wenn wir zu gierig sind, verglühen wir. Sagen wir 60 Kilometer. 60 Kilometer. Wir bleiben bei 60. So, und blub. Wir treten die Atmosphäre ein. Okay, natürlich auf der dunklen Seite, weil... Ja, was soll man dazu sagen? Warum auch nicht? Okay,
Warp 4. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich nicht so gierig geworden bin, dass wir anfangen heiß zu werden und wir anfangen hier rumzumöbeln. Mit von wegen, oh, welche Teile werden heiß und naja. Was nicht so alles. Aber, wie ihr seht, die Apoepsis geht runter. Nicht übertrieben schnell, aber sie geht runter. So. Und wenn wir an der Periapsis sind, dann werden wir sogar noch ein bisschen mit der Terrier Engine nachhelfen. Okay, wir sind schon vorbei. So, was hatten die für eine... Doch, passt schon. Die hat noch ihren 345er ISP. Sprich, sie ist noch in ihrem Heimbereich. Sie fühlt sich noch wohl hier draußen. Oh Gott, das wird echt knapp mit dem Fuel, wenn wir... Oh, das geht, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. 10 Liter haben wir noch. 10 Liter. Okay, wir werden auf der anderen Seite bremsen. So, wir sind immer noch ein bisschen in der Atmosphäre. Aber ist kein Drama. Wir werden so bremsen, dass wir im Sonnenuntergang landen. Dann sparen wir noch ein bisschen Sprit. Das wird gut. Okay. Ja, wobei Landung am Sonnenuntergang ist doch schön romantisch, oder? Also, bitte. So, was haben wir hier für eine Nachricht? Achso, Contract Complete. 60.000! Für Science Received from Space Around Moon. Okay. Das Problem ist halt, wenn wir diese typischen Aero-Braking-Manöver, das heißt, wir touchieren die Atmosphäre und bremsen an der Aero, an der Luft, sind halt, dauert halt immer eine Ewigkeit, weil wir sehr flach reinkommen müssen. Und naja, es ist halt immer relativ zeitaufwendig. Okay, hier werden wir jetzt bremsen, damit wir so im Sonnenuntergang noch untergehen praktisch. So, mach mal die Fuel-Leitung hier auf. Wie sieht's aus? Vollschub. Dann kommen wir 11.000 Meter rein. Das wird taugen. Wir haben noch 5 Liter. Dann bremsen wir ein bisschen mehr. Bis genau 5... Okay, 4,99 Liter. Passt. Okay, das dürfte flach genug sein, um nicht zu verkohlen. So. Dann wird's Zeit, Jenny nach Hause zu holen. Okay. Atmosphäreneintritt. Keine Panik. Mysterious Goo können wir aufmachen, haben wir schon. Okay. Mir wäre es lieb, wenn wir nicht über Wasser landen. Ich meine, auch wenn die Wasserlandungen inzwischen deutlich besser sind und manchmal sogar bevorzugt gegenüber den Landlandungen, haben wir im Wasser schon alles Science gemacht. Und wenn wir auf Land landen, haben wir zumindest noch die Chance, praktisch ein bisschen zusätzliches Science abzustauben, von wegen Desert, also landen auf, nicht auf Nachtisch, sondern in der Wüste oder auf irgendwelche Shores, Mountains, whatever. Ui, wir werden schon heiß, Nicht vergessen, wir haben eine Geschwindigkeit, Verhältnis zur Oberfläche von 21.000 Meter pro Sekunde. Quatsch, 2100 Meter pro Sekunde, dachte schon. 2100 Meter pro Sekunde. Sollte es zu heiß werden, können wir die Stage abkoppeln und auf dem Hitzeschirm praktisch nach unten reiten. Aber mir wäre es mal wieder lieber, wenn wir mit der Stage runterkommen würden. Machen wir einen Quick Save. So, unser Solarpanel geht gleich hops. Keine Panik, ist normal. Das Solarpanel wird den Wiedereintritt eh nicht überleben. So. Okay. Doch ist alles gut. 2000 Meter pro Sekunde. Für alle, die es nicht wissen, ab 1300 sind wir safe. Unter 1300 Meter pro Sekunde überhitzen Teile nicht mehr. Also, die ich jetzt hier verbaut habe. Es gibt natürlich Teile, die sind ein bisschen zickiger, aber... Die normalen, sagen wir mal so. Okay. So, wir sind bei 2000 Meter pro Sekunde. 1300 ist das Ziel und wir kommen voll im Wasser auf. C'est la vie. Oh, hier wird irgendwas heiß. Ich meine, wenn es die Batterie ist, die Batterie ist verkraftbar, wenn die abraucht. Wenn die Gukaniste abrauchen, wäre es schlecht. Und wenn die Science Bay, die Material Science Bay abraucht, dann wäre echt schlecht, weil dann zerschießt es uns alles. Okay, Warp 2. Das verkraftet das Ding. Oh, oh, unsere Probe. Nein. Okay. Durchrotieren. Okay. Puh. Das ist selber schuld, weil ich hier mit Warp 2 reingeschossen bin. Diese physikalische Beschleunigung ist zwar nett, aber das ist echt riesig. Oh, er will schon wieder kippen. Nase hoch. Gut. Gib die Nase oben.
So, 1600 Meter pro Sekunde, 300 noch. Komm schon, bremst mir weiter. Wir haben nur 5 Liter drauf, was nötig ist. Oh, shit. Okay, durchrotieren, durchrotieren. Okay, so, nein, okay, wieder zurück. Oh nein, oh nein, oh nein, ich kriege ihn nicht mehr gedreht. Okay, wir sind aber schon unter 1300, okay. Von mir aus kann er jetzt, kann er sich drehen, wie er blöd ist jetzt von mir aus. Ja, komm. Ich mach gleich das SAS aus, nur um zu sehen, wie er rumpendelt. Vielleicht kotzt Jenny ja noch. Naja, so, mit der Spitze voraus ist mir recht. Okay, na, wie sieht's aus, Jenny? Alles cool? Ja, da kommt das Wasser näher, ne? So, yay! So. Okay, so. Wenn wir zu schnell sind, können wir immer noch im Notfall die Stage abkoppeln und mit den Fallschirmen landen. Aber ich glaube, wir sind so flach reingekommen, wir sollten problemlos mit der Stage landen können. Also Fallschirme, ohne die Stage abzukoppeln. Wenn ich das gewusst hätte, ich meine, beim nächsten Mal kann ich mir das Heat Shield und den Stack Decoupler sparen. Das ist noch zusätzliches Gewicht, das wir nicht verlieren. So. Oh! Nee, keine Panik. Wir werden jetzt keinen Kopfplatscher machen hier. Ups. Das Staging war falsch. Oh, oh, Fallschirme. Sanft ist anders. Wir kommen mit 6 Meter pro Sekunde rein. Naja, 5,2. Dann werden wir im letzten Moment noch ein bisschen Fuel geben, ein bisschen Gas geben und dann so alles gut. Also wir haben noch 5 Liter dabei. Pff, alles entspannt. So. Ich meine, ich brauche gar nicht gucken, ob es hier einen Crew-Report gibt, ne, weil... Ja. Null Science. So. Also gut, 100 Meter pro Sekunde. Wir müssen im letzten Moment noch ein bisschen Gas geben. Irgendwie der Schatten wird auf dem Wasser nicht anständig berechnet. Das ist ein bisschen schade. So, 5 Meter pro Sekunde riskieren wir die Terry Engine zu verlieren. Ein bisschen Schub geben. 20 Meter. 15, 10. Ein bisschen Schub. Stopp. Und gelandet. Safe. Jetzt können wir einen EVA-Report sogar noch machen. Dafür legen wir die Kapsel mal um. So. Und Surface Sample wird mir angezeigt. Geht auch noch. Aha. Also, Schub auf 0. Check. EVA Report. Also, EVA Report. Okay. So, jetzt EVA Report. EVA Report. Soll ich reinspringen? Komm, wir springen rein. Yay! Platsch. Schwimmi, schwimmi. Ah. EVA Report. From Kerbin's Waters. So, gibt ja ganze 3 Sample. Take Surface Sample, gibt 14 Science, ne, immerhin. So, also, jetzt schwimm zurück. Oh, oh, kann ich jetzt, komme ich da wieder rein? Wir machen so. Wir drehen die Kapsel mal so ein bisschen. Jetzt müsstest du wieder reinkommen, oder? Kannst du das grabben? Komm schon, grab es. Grab es. Ja. Rein da. Okay. Ein bisschen mehr drehen, so. Also komm schon. Brauchst du einen Behinderteneinstieg? Los da. Nicht gut. Grab. Grab. Haha. Und board. Oh ja. So, und wir sind soweit. Wir recovern das Vessel. Gib mir die Kohle. Ah, wir sind massig über der Zeit schon wieder. Aber was haben wir? Wir haben 120 Science abgestaubt. Oh yeah. Und ein bisschen Refunds haben wir auch noch gekriegt. Oh, wir sind fast bei 1 Million. Und Advanced to Level 1 für 4 XP. 4 XP hat die bekommen. Wir sind bei 900.000 Tacken. Oh yeah. Okay, was können wir upgraden? Wenn wir das hier upgraden, dann, Unknown Patch. Unknown Object Tracking. Ja. Custom Action Group Available. Naja, Hier können wir größere Raketen bauen, das brauchen wir später sicher. Ach, das haben wir auch schon abgegradet, Mission Control. Ja, was können wir noch machen? Das haben wir auch schon abgegradet. Oh, das wird als nächstes anstehen, die Surface, die Research Development, Research and Development Facility. Aber die kostet 1,7 Millionen Tacken, 1,7 Millionen, pff. Naja. Schauen wir mal, was wir mit unseren 160 Science erstmal machen können. Oh, irgendwie... Doch, wir haben 166 Science, das ist perfekt, weil die ganze Leiste hier alles 160 Science kostet. Entsprechend ist das viel besser. So. Was können wir nehmen? Wir haben hier Heat Management. Naja, ein bisschen... Naja, Heat Management, das haben wir im Griff. Was haben wir hier?
Probodyne Cores, Mini Decoupler, ja, Explosives, ein bisschen Struts, ja, ist nett, aber hier haben wir eine Gitarre. Was haben wir noch? Taco, ein Taco. Okay, ein paar Mobile Labs, die ich übrigens ziemlich OP finde, die Teile, also irgendwie. Dann haben wir auf Deutsch Leitern und ein paar Experiments. Oh, die könnten gut sein. Die könnten gut sein. Requires a Research Lab. Oh, ich glaube, wir werden die nehmen und dann werden wir eine Space Station bauen. Insofern 1.1 nicht zu schnell kommt. Hier haben wir ein paar Crewpods und ein Service Bay. Das ist ganz nett. Was haben wir hier? Großes SAS. Nett. Was haben wir noch? Andere SAS-Dinger und RCS Landing Gear, Fallschirme, Flugzeugparts. Ja, Flugzeugparts sind nett und cool, aber irgendwie wirklich viel Science machen wir damit nicht. Cockpits, viel mehr Flugzeugparts. Oh, die werden mir fehlen. Also ich hoffe, dass OPT Space Planes, dass der Mod unbedingt abgegradet wird auf 1.1. Weil die OPT-Teile sind einfach mal der Hammer. So, was haben wir hier? Ah ja, das hat mal. Infernal Robotics-Teile sind natürlich auch mal cool. Oh, hier haben wir die ersten Deep Freeze-Teile dabei. Da können wir unsere Kerbals einfrieren. Machen wir Kerbals am Spieß. Was haben wir hier? Oh, Fuel Tanks. Fuel Tanks, immer da haben wir. Da ist natürlich der typische Orange Tank. Und dann haben wir hier ein paar kleine Engines. Und was haben wir hier? Oh, die Mainsail. Die gute Mainsail. Die Mainsail und hier die Twin Bore. Die gibt es ja auch schon. Aber die ist ja sündhaft teuer, ne? Und ein Haufen Kanister. Ich glaube, wir nehmen. Bin mir noch unsicher. Bin mir unsicher, aber ich glaube, es wird der fette Orange Tank sein. Aber fette Orange Tanks einfach. Ne, das ist zu fett, das bringt uns nichts. Ne, wir nehmen. Wir nehmen einmal Mikrofon umtreten. Entschuldigt mich. So, hoppala. Okay. Wir nehmen. Dieses Science-Dinger hier. Was gibt's denn danach? Danach gibt's noch mehr Science-Dinger hier. Ja, wir nehmen die Advanced Explorations und fertig. So, keep. So, gekauft. Ah, so läuft die Sache. Okay. So, Problem erledigt. Dann scrollen wir vor bis zu morgen, damit wir bereit sind, bei der nächsten Folge direkt wieder zu starten. Und wie immer, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch. Wenn nein, Däumchen runter. Kommentare und Anmerkungen wie immer in die Comments. Ich freue mich, ich lese alles, auch wenn ich nicht dazu komme, wirklich auf alles zu antworten. Aber ich bemühe mich, dahinter zu bleiben. Und wenn ihr Lust habt, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich hoffe, wir sehen uns und bis dahin, viel Spaß noch.